Willkommen zurück, ihr Feinis. Nach einer sehr, 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 sehr und sehr, 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 sehr langen Zeit. Ich glaube ungefähr 4 Monate? 4 Monate, seitdem wir nicht mehr eine Aufnahme oder sowas gestartet haben. Sehr schade drum. Ich habe hardcore den Faden verloren. Absolut mein Ding so. Jetzt sitze ich gerade daheim mit Corona im Kopf und wirklich wortwörtlich im Kopf. Ich habe so eine Konzentrationsschwäche. Mir geht's gesundheitlich aber soweit, aber ganz gut, sag ich mal. Bin jetzt bloß mal gespannt, wie ich hier meine erste Aufnahme so langer Zeit mal wieder regeln werde. Werde wahrscheinlich ein bisschen durch sein, aber etc. Ich hocke hier aber, wie gesagt, allein daheim mit dem Kaffee und genieße einfach ein bisschen und hoffe, dass wir da mal wieder ein paar Aufnahmen ballern können. Ich weiß nicht, ob das direkt am gleichen Tag oder so online kommen wird oder vielleicht die Folgetage oder ob ich erstmal ein paar Aufnahmen kreieren werde und die dann in Summe irgendwie einplanen werde. Ja, wir haben heute den 7.12., also wirklich sehr, sehr, sehr lang. Am 14.12. habe ich mitbekommen, wird auch ein neues, sag ich mal, Update, DLC, whatever. Ich glaube eher Update, rauskommen für War Tales, nämlich irgendwas mit Piraten auf Belvedere, keine Ahnung. Piraten von irgendwas. Das heißt, wir werden die Schifffahrt und so weiter mitbekommen hier in War Tales. Es wird dann Häfen geben und, glaube ich, wie viele neue Inselgebiete und was weiß ich denn. Und es ist, glaube ich, so viel passiert in War Tales. In der Zeit, wo wir nicht da waren. Ich habe mich ganz kurz hier eingeloggt. Ich sehe schon, wir müssen, glaube ich, schon bald wieder rasten. Wir sind sehr, sehr ermüdet. Man lass das mal fix machen. Komm, ich habe noch eine reingeguckt. Brunnen. Haben wir damals schon einen Brunnen gehabt? Dieses kühle, klare Wasser löscht euren Durst besser als jeder Gosenberger Wein. Erzeugt beim Rasten plus 1. Verringert den täglichen Nahrungsverbrauch des Trupps um 1. Ist doch sehr, sehr gut, oder? Kann ich den nochmal. Wie war das nochmal? Verschieben? Ich kann den nicht verschieben. Ich glaube, der gehört. Die gehen. Okay. Können wir denn irgendwie jemanden wo reinsetzen? Ich muss wahrscheinlich alles gefühlt neu lernen. Ne? Ich werde wahrscheinlich ein klein bisschen brauchen, sag mal, bis ich wieder drin bin. Sag ich mal so. Was wir alles im Inventar hatten und welche Skills und was ich angehen wollte, tut mir leid. Wer auch immer das im Nachgang alles in Folge durchgucken wird. Ja. Ich werde ein paar Sachen einfach komplett neu beginnen müssen. Okay, ich gucke mal. Lesepult, okay. Wir können ja Julia hier abziehen und, glaube ich, da hinsetzen, oder? Weil solange sie nichts hier am Kodex oder beziehungsweise Lesepult macht, ist es ja Wayne, oder? Ich glaube doch. Erhalte bei der Rast 20% Wissen. Ja, gut, das bringt ja nichts, ne? Okay. Gut, dann was haben wir denn hier? Spießpfahl. Haben wir das auch gehabt? Nee. Spießt eine Leiche auf diesem Pfahl auf, um an der Rast Einfluss zu erzeugen. Wild. Okay. Und stellen wir den mal dahin. Ja, ich glaube, den haben wir nicht gehabt, oder? Es gibt, glaube ich, wie gesagt, wie viel Neues. Ja, die Lagertruhe ist ja klar. Menge was hier drin, ne? Stufe 8. Warte mal. Was haben wir denn so? 9. 39. Ja, okay. Way, way, way better. Warum haben wir denn die mitgenommen? Auf Reserve, falls wir jemanden neuen oder so mit einstellen. Sonst können wir die eigentlich verkaufen, oder? Und wir haben ja noch ein bisschen Gold und kriegen auch sogar noch 735. Jetzt ist so lange. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz schnell hier rasten. Was haben wir denn hier? War das nicht dicke Suppe? Doch. Jetzt mal reinschieben. Ist in minus 5. Achso, weil wir nichts reingeballert haben. Okay. Al. Moment. Mit dem Fisch wollten wir, glaube ich, irgendwelche Sachen machen, oder? Wir wollten hier so ein gegrilltes Schweinesteak reinballern. Komm, all dazu und gut ist. Oh, hat 4, never mind. Haben wir ein 2? Hier. Alright. Und Holz. Ich glaube, Holz. Muss man nicht Holz sammeln oder sowas? Warte mal. Ich glaube doch. Ey. Plus als Positive, aber ist wahrscheinlich von dem Brunnen, ne? Das sind Kameraden, die im Lager demselben Werkzeug zugewiesen sind. Ey. Stimmt, irgendwann war doch Love. War das nicht Willram und Limbus? Ha. Ah, doch. Bildet ein paar mit Limbus. Ah, nice. Okay, let's go. Wissen haben wir 9 Punkte. Oh, das ist. Oh, hier gibt es jetzt Spaten. Bei grundlegendes Wissen, okay. Rekrutierungskosten, nö. Erweitertes Wissen. Saufkumpane. Auf dem Beziehungsbildschirm können 2 beste Freunde mit der Aktion Getränk kaufen. Gegen 300 Einfluss jeweils eine negative Eigenschaft aufheben. Ach was. Hä, wie wild ist das denn?
Ist der tropischer Trupp? Das haben wir, glaube ich, schon gehabt, oder? Nee. Gegen die Eigenschaft Soziopath. Will ich gerne wissen, was die macht. Talentierte Entdecker wie ihr können interessante Orte auf der Karte markieren. Haben wir sich. Hey, wir konnten doch vorher schon markieren, oder? Hm, vielleicht ein anderes markieren. Willenskraft um 1 erhöht. Oh, ich glaube, ist das nicht very good? Spezialtraining. Sonst, was? Eure Gefährten lernen schnell, sonst mit 2 PP. Dotierte Pfadherausforderungen gewähren 1 PP mehr. Ah. Geschickte Extraktion. Ah, okay, Pestverseucht, ne. Verringert die Geschwindigkeit, mit der die Einheit ermüdet um 10%. Oh. Wir sind so viel gereist, dass sie jetzt länger laufen können, bevor sie müde werden. Ja, let's go, Digga. Let's go. Oh. Oh, das waren 3 Punkte. Oh, shit. Oh, es ist gar nicht einer. War schon immer so? Ich bin, wie gesagt, unwissend nach so langer Zeit. Das Tragen einer Rüstung mit passendem Helm erhöht ihre Rüstungs- und Abwehrboni um 10%. Wäre das dann nicht interessant? 10%. Na gut, 2, ne? Ob das nicht schon. Also, ich meine, irgendwann. Wenn wir hochskaliert haben, sowas werden. Auf jeden Fall, aber ich glaube jetzt hier bei 20. 2 Rüstungen? Ihr weiß ja nicht. Was haben wir denn jetzt derzeit? Wo steht denn unsere Rüstung? Bin ich blind? Bin ich doof? Ne, wo waren das nochmal? Sehe ich glaube ich gar nicht an sich, oder? Oder bin ich gerade doof? Ich weiß nicht. Ah, hier, blau, ich bin so doof. Digga, siehst du mal, wie lange ich schon aus dem Game raus bin. Ah! Ich krieg einen Krampf. Gute Kommunikation. Beziehungen des Trupps verbessern sich um 15% schneller. Ja, that's good. Erfahrene Sammler. Jedes Mal, wenn ihr Blumen pflückt, sammelt ihr auch Hanf. Hanf war doch für Stoff, ne? Also Tapferkeit, glaube ich. Ganz kurz nochmal schauen. Willenskraft war... Basiswert. Ja, steigt die Moral des Trupps. Erhöht außerdem kritische Treffer. Ja, let's go. Hey, come on. Wahrscheinlich gibt es dann... Oh, Gürtelzubehör. Ach, hier wie viel Neues? Strategietafel, Spießpfahl. Ja, es geht. Ich glaube, die Dinger, das war doch das, was wir. Ja, genau, müssen herstellen. Um neues Wissen zu kriegen. Okay, wahrscheinlich wird es ja auch wie viel neues Sachen geben. Und ich denke auch mit dem Piraten-Update wird es noch viel mehr geben. Hier die Sachen. Ah, das sind. Pferdepanzer, Aber brauchen wir ja gar nicht, oder? Okay, nur wenn wir halt Kriegsponys hätten. Ja, da wollten wir hin, Reifstahl. Und hier wird es dann auch noch Neues geben, right? Vielleicht auch das Level Cap schon längst ein bisschen höher gesetzt. Bin sehr gespannt. Wir sind auf jeden Fall ein bisschen am Arsch. Wir haben aber, glaube ich, eher ein bisschen Rüstung. Bist du nicht mehr am Arsch? Okay. Und ich glaube, wir müssen doch irgendwas hier machen. Müssen wir nicht die Krokopokus oder sowas töten? So hießen die doch, ne? Von ihr hier. Ihr hier. Brigda. Signal. Die wollten die Clans zusammenrufen oder sowas, ne? 20 Holz. Okay, let's go. Ich glaube, wir gehen erstmal direkt in den Fight rein. Oh, hier sind wir. Long time no see, my friendos. Oh, schön. Und die Musik. Schön, schön, schön. Okay, shit. Die sind noch. Sind die denn aggro? Sind die aggro? Ich weiß noch gar nicht mehr. Nee. Sollen wir denn gegen die kämpfen? Wie war denn das nochmal? Warte mal, Pause. Weltkarte. Oh. Ah, hier hat man irgendeinen Big Boss. Fettenlesermeisterin Bion. Serens Trupp, okay, was haben wir denn hier? Steiner das Gericht zum Reden, verdammt. Irgendwo, ah, da war auch irgendwas, stimmt. Ich erinnere mich. Wenn doch irgendwo auch hier, glaube ich, so ein Versteck. Ah, hier war die Arena. Ich erinnere mich. Okay. Der Edoranischer Wachturm. Was haben wir hier? Nebrun-Clan, gemeinsam sind wir stark. Folge Missionsanweisung, um dieses Ziel abzuschließen. Ah, das Holz suchen, okay. 0% in der Region. Maudex-Trupp, einfach. Ah, wahrscheinlich da vorne. Ich weiß nicht mehr, was die Krokopokus so gemacht haben, aber ich glaube, wir ballern jetzt einfach mal gegen welche ran.
Stufe 8. Was waren wir denn überhaupt? Auch Stufe 8. Oh shit. 12 Stück. Okay, let's go. Okay. Oh je. Wie gesagt, es wird wieder Zeit kosten, hier ein bisschen reinzukommen, wie gesagt. Gut, wir hatten unsere Bogies, wir hatten Lusifte mit ihrem geilen Speer. Ich weiß auch, Wilram mit einem Zweihänder, der alles wegmetzelt, was nur geht. Was waren nochmal hier? Die hat noch irgendeinen infektiösen Biss. Beglutung. Ja, der Ansturm, I remember. Ah, Moskitoschwarm war das, ja, ja, ja. Neben einem Gegner beendet hält sie ihre Poste. Oh shit. Da ist ein Speer. Haben wir unten einen Tank? Ne, haben wir nicht. Hey, fehlt uns nicht ein Tank? Wir haben Bali? Sehe ich gerade einen Tank nicht? Ah, da hinten, Lul, da hinten. Kevin. Was kommt denn da dran? Hä? Ach, da oben sind. Oh Gott, da oben sind ja auch noch. That's why. Oh shit. Hat mich auch ein Sperrfeuer? Dennis? Dennis hat ein Sperrfeuer. Die als erstes dran kommt. Weiß schon gar nicht mehr, wie viel Damage wir machen. Wir stellen mal einfach. Ja, wobei. Wir gehen rein, glaube ich, zuerst, oder? Wir können sogar mal Schutz ballern. Und Wilram wird hier reinkommen. Warte mal. Wir stellen uns mal hier rein. Vielleicht ziehen wir die eine dann nach oben. Komm. Okay. Okay. Und normale Attacke, ne? Ja, Blutung. Ja, echt aufpassen. Jetzt kommt die erstmal dran. So, wie viel Rate? Gar nicht mal so viel. Digga, wie viel Damage machen wir? Stimmt, Jule hatte den Überbogen, right? Nee. War das dann Dennis? Ja, der Unbezwingbare. Zweite durchbohrende Pfeil, ich erinnere mich. 30. Jule hat 39. Okay. Gut. 100. Okay, verschieben wir ein bisschen Posi, maybe hier hin. Wie gesagt, oh, die ganzen Sachen hier, ich erinnere mich wirklich gar nicht mehr so hart dran. Egal, rein. Wie gesagt, wundert euch nicht, wenn da irgendwas schief laufen sollte. Misstrauen. Ah. 9 Meter. Wer kommt als nächstes dran? Der. Und da oben irgendwo was? Und hier, das hier. Könnten wir nicht den hier machen? Und. Ah, wir hätten vorher machen müssen, okay. Alright. Oh, Moskitoschwamm. Bisschen moven. That's okay. Ein Damage. Und Blutung. Keine Blutung? Vielleicht kommt mal Wilram. Ah, der kommt nicht ganz hin. Shit. Zieht alle Gegner im Bereich in Nahkampfreichweite. Ach, das erinnert mich auch noch. 3 Meter. Das sind aber keine 3 Meter, oder? Ah, wobei. Ein Feld ist 1 Meter. Ist es hier? Ist nur so lange her, ich will es nochmal probieren. Ah ne, es reicht nicht. Oder? Wobei, ist die Ecke dann mit drin? Ich weiß gar nicht mehr. That's right. Ne, macht er nicht. Wir hatten Inspiration, Bewegung verdoppelt. Alle Einheiten, ja, für eine Runde. Ja gut, wir stehen aber schon richtig. Ne, wie spannend ist das? Kill it. Bin jeder? Okay. Kevin. Was haben denn mal die Moskitos so gemacht? Ganz kurz für euch nochmal zur Info. Durch der Gesundheit alle Einheiten, die durch den Schwarm bewegen. Okay. 10% Schaden zu. Okay. Okay, da kommen wir auch nicht ran. Wir
Können uns. Ja gut, hier drüber kommen sie, glaube ich, auch nicht gerannt. Also die müssen hier außen rum gehen. Kommt. Ah, da kommen auch welche von unten, okay. Was waren das gerade für FPS-Drops? Yo. Ich überlege gerade, können wir irgendwas machen? Nicht wirklich, ne? Können wir den Weg hier oben schon mal blockieren, sag ich mal so. Wir hätten auch den geilen. Ja, Zorn von Eckeschett hier nämlich. Wenn wir mehr Stärke haben als das Ziel. Jetzt kommen die da oben, okay. Kommen die erstmal her. Ja gut, ich würde sagen, einfach killen, oder? Ein bisschen zusammentrommeln. Oh, wir hatten. Gibt's denn eigentlich so Sachen. Naja, oder? Wegen Blutung oder so? Geht halt mit erster Hilfe, war das, ne? Ich glaub schon. Und auf jeden Fall danach, glaube ich, Rohmaterialien. Gut, da kommen wir nicht ganz hoch. Und die Moskitos bewegen sich, glaube ich, erst in der nächsten Runde, right? So. Der Schuss hat Friendly Fire gemacht, right? Ja, macht er. Okay. Ich glaube, das bringt da nichts, ne? Nö. Wir hätten noch hier unseren Bewegungsboost reinmachen können. Aber nee. Wir warten. So, eine neue Runde. Jetzt gucken wir mal. Ja. Moskitos sind jetzt auf Willram. Hallo. Gut, jetzt könnten wir beide ranziehen. Okay. Warum zieht es nicht ran? Gut, den Zorn hinterher. Und vielleicht schon mal rausgehen. Ich glaube wirklich einfach erstmal hier aufstellen und warten. Aber wir hätten noch Punkte sammeln können. Aber können wir gleich. Das reicht ja niemals. 39 machen wir jetzt sogar mit dem Speer, okay. Ah, ich wollte gerade sagen, kriegst du nicht Damage doch. 50 mal durchgelaufen. Okay, wann kommt denn das? Ah, hier kommt es als nächstes dran. Sondern der Limbus. Was ist denn das hier hinten? Heilt ein Verbündeter, der totgeweiht ist, erhält 10% seiner maximalen Gesundheit. Was? Entfernt alle Kumulierung von Gift, Blutung und Verbrennen? Cool, das ist jetzt. Lol, so viel dazu. Gerade eben habe ich noch die Frage gestellt, ob man es nur mit hier Erste Hilfe wegmachen kann. No, kann man nicht. Cool. Okay. Waren wir nicht gut im Meucheln? Yes, Sir. Wir waren gut im Meucheln. Right. Wir lernen, wir lernen, wir lernen. Blutige Anfänger, yo. Da würde ich mal sagen, machen wir hier Damage. Is that it? Nice. Und wir move uns mit nach hoch. Gut, Lucifer hat ja Blutung. Sie kommt aber nicht ganz durch. Haben wir noch ein Bindwell? Bindwell. Da kannst du ihm halt nochmal jetzt 10% Damage, ne? Kann ich das nicht. Oh nee, weil wir einmal kein Movement haben, ne? Das kann ich. Wenn ich verwende, während diese Einheit kämpft. Nee, alles gut. Hier. Oh. Ah, cool. Okay, hast du Damage wieder weggemacht? Nice. Das gefällt mir. Okay, sanft hier wegbewegen. Oh, ist mir egal, wir drin. Wir müssen hier runter.
Wir könnten... Sind alle drin? Millimeter fehlt. Will ich nochmal? Ja, komm. Okay, hier lang. Da hinten wird ja auch eins kommen, ne? War es nicht so? Doch, da hinten. Wir hätten jetzt alles Blutung nur noch Willrahmen. Die können wir vielleicht mit der Erste Hilfe wegballern. Hauptsache, der Trigger nicht so viel Blutungsschaden. So, Julia. Julia könnte schon mal hier auf Wartebasis stehen. Oh, shit. Wasn't meant to be, sorry. Ich glaube, die kriegt den schon auf Range down, oder? Einmal anschießen, ein bisschen wegbewegen. Mit Dennis sogar zusammen. Nicht durch die Falle, please. Ne, nicht durch die Falle. Alright. Was ist der hier? Oh, die einen Moskitos sind weg. Interesting. Reicht das schon? Nee. Nö. Nö. Yes. Yo! Julia! Gut, dann bewegst du dich mal mit hier hoch, würde ich sagen. Hier, Wien, mir, Wien. Ne, Bali könnt ihr schon schmeißen. Warte mal mit dem Bali ran. Ne, reicht noch nicht. Wie viel Movement haben die denn? Stopp. Kein Sperrwurf. Die kommen knapp ran. Das heißt, ich stelle mich mal. Also, warte mal. Sehe ich hier irgendwo Beinwelle? Mit Alt war das zum Gucken. Irgendwo ganz weit weg, ja egal. Dann gehen wir jetzt, glaube ich, hier mal hier Oslin. Geht kurz rüber und healt. Bester Kameraden! Ey! Und auch vor. Der ist sehr important. Einfach mal da hoch. Ich habe ja Brutalität, wenn man neben Lucifer steht. Ja, I remember. Remember, Popemba. Willrahmen. Hier. So, kommt mal her jetzt, ihr Schweine. So, jetzt. Haben wir beide Range reicht noch nicht. Mann, vielleicht macht's ja einfach jemand anders gleich. Dann kommt das eine Ding hier vorne dran. Hier. Ich bin so frei, ich bin wirklich 1 Meter runter. Komm. Hat nämlich nicht genug Range. Das Spiel ja taktisch, habe ich gehört, ne? Stay hier. Und stopp. Nice. So. Danach haut die neue Runde. Voller Move da hoch. Gucken, ob der Insektenschwarm zum Dennis kommt. Ich glaube aber nicht. Oh Gott. So, neue Runde beginnt. How about a little Sperrwurf? In your face, yo. Und how about a little... Wie viel Stärke haben die denn? 21, wie viel haben wir denn nochmal? 39, Digga. Schon mal einen Donner bekommen? Boom, bitch. Dann holen wir ein paar Punktis. Oh Mann, Millimeter fehlt, egal. 3 Punkte sind 3 Punkte. Gut. Ja gut, wir haben alle keine Range hierfür. Machen wir mal diesen. Wir können auch warten, bis sie reinlaufen, right? Warte mal. Wir machen sogar mal diesen, komm. Und diesen. So müsste, glaube ich, reichen. So. Hätten vorher taktische Ordnung machen können, dann theoretisch den Bonus vom Bali, ich erinnere mich. Egal. Dann stehen wir einfach und warten. Ich
That's okay. Nice. Ja gut. Kill it. Und stell dich als Kanonenfutter hier vorne rein. Einmal hier rum. Wir gehen von oben rum. Nächstes. Es sind noch drei. Ah, da hinten ist das eine noch. Einfach mal darüber. Komm runter zu Julia. Nice. Clean shot in your face. Yup. Easy, Digga. Wusste ich, dass wir so gut spielen. Haben reingelaufen. Thanks. Pick. Ja, wir killen alle. Wir brauchen das Leder, glaube ich, ne? Oh, überall der Damage immer. Halt, nicht die Julia. Roland, kommst du da hoch? Oh, knapp. Jetzt mich mal nochmal interessieren. Oh Mann, das nicht funktioniert. Zieht alle Gegner im Bereich in Nahkampfreichweite. Also. Ah, jetzt. Okay. Limbus, hast du genug? Ja, nee, dann nicht. Dennis muss abbrechen. Ah ja, so war das. Okay. Tick. Good one. Nice start. Hey, Kadaver. Könnten wir für die nächste Rast benutzen? Würde ich sagen. Warum nicht? Sind 10, ne? Ah, die waren sack schwer, ne? 2, ja, 20. Wir nehmen, glaube ich, alles, ne? Wir wollten ja stehen, wir haben Kokopokus leicht oder so gemacht. Lass mal ganz kurz schauen. Kommt mir das nicht kochen? Das ist aber. Was ist das jetzt? Warum ist das jetzt Monolith? Weiß ich gerade eben noch im Brunnen? Wett. Dieser Stein hat für gewöhnliche Sterbliche keine besondere Bedeutung, aber ein Gelehrter könnte daraus womöglich etwas Unerwartetes lernen. Erzeugt ja jeder Rast ein bisschen Berufserfahrung. Hat die Chance beim Rasten Fragmente eines kleinen Gegenstands zu finden. Hä? Warum ist jetzt ein Monolith? What? Bin. Hä? Okay, ich meine, es passt ja, ne? Sie ist ja. Gesellen. Hä, weird. Apropos. Was ich noch ganz in Erinnerung habe. Guck mal hier. 30.07. Yo, das ist ja ein bisschen länger, ja, fast. Wir haben, wie gesagt, den 7.12. Oh, hier. Doch, 30.07. Yo. Let's play. Was haben wir, 54? 45? Jo, easy. Jetzt wollte ich ganz kurz nochmal gucken, kochen eigentlich hier. Essily. Wir haben kein Rezept für die. Und Kokopokus Fleisch. Aber ich glaube, da brauchen wir safe random shit. So, wir brauchen. Nicht nochmal einen Fight. Wir wollen ganz kurz erstmal hier Pilzis. Oh, da sind ja schon wieder welche. Lol, die spawnen die. Spawnen die ganze Zeit? Was ist das für ein Bug? Ist das ein Bug? Ne, Brunmine waren wir da schon drin. Da oben ist ein Fragezeichen. Ah, da unten ist ein Fragezeichen. Da hinten. Oh, das macht mir auf jeden Fall wieder doch mehr Spaß und mein Gehirn läuft besser als gedacht, muss ich sagen. Oh, hey. Ach, die gehören zum Turm da unten, right? Easy, easy, easy. Hallo? Hallo? Vier Eisen. Alright. Also ganz kurz in die Nepromine reinschauen, würde ich sagen. Hallo. Ich bin ja wieder an der Wand fest. Was geht hier so? Hallo. Oh, hi. What is happening here? Eisenerz. Dorn. Mavik. Und Legeruhr. Legeruhr, Legeruhr macht seinen Spin. Ist ein bisschen am Arsch. Hi. I swear, the noise I heard came from a monster. Maybe a plague ridden or a grotel? We must warn the guard immediately. Schweinhorn sind die Kokopokus, oder was? We've been trying to come to a decision for 2 days. Maybe you can help.
Bei? We closed off the secondary tunnel after hearing very unsettling noises. But since then, not a peep. Not a peep. We're hesitant to call upon the guard or the trackers. Because if we raise the alarm for no reason, we'll be the laughing stock of the whole village. But if we destroy the barricade and a huge mischief of rats contaminates the region, everyone will blame us. Ja, verständlich. Do you think you could take a look for us? Ja, natürlich. Mal Avik. Gar kein Problem. Doran, was geht? I don't see what all the fuss is about. We hear strange noises in the mines all the time. Why fret about those in particular? Ja, aber wir werden es gleich sehen. Was haben wir denn hier? Barrikade. Ah, die Eisenerz gehört gar nicht dazu. Okay, können wir ganz kurz abbauen? Ist das alright for you? Peoples? Wir sind kleine Eisenerz-Freunde. Guck mal, da steht's und guckt. Da hättest du mal eine Spitzhacke dabei, ne? Wer ist dein Eisenerz? Wir kriegen ja so viel. Was war nicht... Das war Alchemistenzeug? Was war nochmal? Graue Klumpen bauen wir, ne? Yes. Reifstahl. That's what we need, I remember. Alright, thanks for that. Gut. Dann werden wir in der nächsten Folge sehen, was hier in der Barrikade abgeht. Ob da wirklich ein verseuchtes Männchen ist oder auch irgendein Krokopokus, whatever. Oh, das war mal Eisenerz, nevermind. Ganz kurz, Moment. Ach, da zuckt der Finger. Zack. Und da zuckt er wieder. Und ip. Skill ist noch da. Thanks for that. 3 graue Klumpen. Alright. Wie gesagt, in der nächsten Folge geht's weiter. Danke schön fürs Zuschauen. Freut mich wieder, dass wir so ein bisschen den Start wieder finden hier zu Wartales. Hab's sehr, 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 sehr vermisst, weil ich das Game einfach schon hart lieb. Und das ja mitunter auch mein erstes richtiges Let's Play ist, offline und so. Ne? Danke schön wie immer fürs Zusehen, ihr Lieben. Küsschen geht raus, gerne. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.